Was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir auf Rainbow Six Siege bei Oregon. Ich zeige euch mal hier einen ganz kleinen Trick. Ist so ein Tutorial-Video. Habe ich rausgefunden letztens, weil man hier ein Schild platziert auf der gewissen Stelle, die ich gleich genauer zeige nochmal. Kann man sich hier, ja, sich hier rüberbacken. Dann ist man in den Container drin und kann hier sozusagen, kann man nicht rausschießen, man kann nur durch den, oder? Durch den Schlitz den töten. Wenn, hier könnt ihr jetzt rausschießen, könnt ihr den Typen umbringen. So, hier kann man wieder raus. So, ich zeige das nochmal. Also, man nimmt ein Schild in die Hand. Geht an der Stelle. Man kann hier an der Stelle nur an einer Position das Schild platzieren. Warte. So, ah, komm schon, komm schon. So, dann platziert man das Schild. Dann guckt man hier auf die Ecke. Geht rein. Und jetzt könnte man theoretisch das Schild hier wegnehmen. Was er gleich macht, mein Kollege. Und dann kommt man hier einfach nicht mehr raus. Das ist ja logisch. Es ist jetzt ein Gegner von mir, deswegen ist das Schild kaputt gemacht. Wenn ihr jetzt ein Teammate hättet, könnt ihr das Schild manuell wegmachen. Dann weiß keiner, dass ihr hier drin seid, weil man die Waffe nicht sieht, wenn man sich so hinstellt. Wie gesagt, das ja, war es von meiner Seite eigentlich für den ganz kleinen Video oder Tutorial. Wenn euch mehr solche Formate gefallen von Tutorial-Videos, schreibt es mal in die Kommentare, damit ich weiß, ob euch sowas gefällt, ob ihr mehr von sowas sehen möchtet. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, oder guckt einfach Kanal mal durch ein bisschen. Die Woche kommt auch ein, ich glaube am Donnerstag mache ich mal wieder einen Livestream. Falls ihr da Wünsche habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das von mir. Euer Swimappy, haust rein. Ciao. If only I could turn.